Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Matthias Nowak und ich wünsche euch allen Lieben, ein frohes Weihnachtsfest, ein gutes, neues, gesundes Jahr, auch sehr gerne ein erfolgreiches neues Jahr 2024. Wobei ich da immer von der Definition her ein bisschen anders denke. Für mich ist das A und O, gerade weil es Weihnachten ist, dass es Jesus, der Mann aus Nazareth, dass es den gibt, dass ich ein großer Fan von diesem Mann bin, dass ich an ihn glaube, dass er Gottes Sohn ist und dass ich auch an die Auferstehung glaube. Das ist meine Hoffnung, das trägt mich durch mein Leben und trotz aller Mühsal und trotz aller Ängste, die ich natürlich auch habe, ist es die Hoffnung, die mich ja weiterleben lässt und auch ja im Grunde genommen die schönen Dinge des Lebens zu schätzen weiß, weil tatsächlich ist unser Leben geschenkt worden und ich bin froh und dankbar, dass es einen Schöpfer gibt, einen Sohn Gottes gibt, der uns auch im Leben, wie auch immer man das bezeichnen mag, im Paradiese. Freue ich mich drauf. Ich freue mich, viele Menschen wiederzusehen, die ich liebe. Vor allen Dingen natürlich meine Eltern, meine Verwandten, meine Freunde, die schon gegangen sind, vorausgegangen sind. Und ich freue mich natürlich auch, dank Gottes Gegenwart viel, viel stärker zu spüren, ganz nah zu spüren, als jetzt hier im weltlichen Bereich. Aber wir müssen das Weltliche ernst nehmen. Wir müssen schauen, dass wir den besten Job machen können. Nächstenliebe walten lassen können, aber auch nicht dumm sein, auch den Verführungen standzuhalten, die es gibt, die Irrlehren auch immer wieder ja, zu durchschauen und einfach den christlichen Glauben aufrechterhalten. In diesem Sinne, euch alles Gute, viele Grüße vom Zürichsee und wie gesagt, nochmal frohe Weihnachten. Und Happy New Year, euer Matthias Nowak.